Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ich möchte mich wieder mal bei euch melden. Leider Gottes nicht mit der neuen Kamera, neuen alten Kamera, die ist noch immer in Reparatur. Deswegen verzeih mir bitte, dass das eben nicht so gut aufgelöst ist von der Bildqualität her, dieses Video. Ich dachte mir aber, dass ich es riskiere und trotzdem hier nochmal mit so einem Retro-Video auf diesem Kanal auftauche, um die Zeit zu überbrücken, bis die Kamera wieder einsatzfähig ist. Und ich wollte mich einfach wieder bei dir melden, damit du dich nicht alleingelassen fühlst, weil du bist es ja von mir gewohnt, wirklich oft und jeden Tag ein Video zu bekommen. Das ist jetzt derzeit einfach nicht drin, das hast du ja schon bemerkt, aber ich werde dennoch regelmäßig für dich weiter da sein. Ich habe einen ganz tollen Brief bekommen von Herbstblume, die diesen Kanal als Zuschauerin verfolgt. Und Herbstblume, du hast mich gebeten, etwas über die dissoziative Identitäts- oder Persönlichkeitsstörung zu machen, wie ich als Psychotherapeutin, und ich bin ja eingetragene Psychotherapeutin beim Bundesministerium in Österreich, wie ich als Psychotherapeutin Diagnosen stelle, zum Beispiel, wie ich auf diese Diagnose kommen würde, woran ich das festmachen würde, wenn jemand vor mir sitzt in der Psychotherapiepraxis und ich dann sozusagen für die Krankenkasse, wenn derjenige auf Krankenkasse zu mir kommt, als Patient, als Patientin, diese Diagnose festmachen und definieren würde. Woran würde ich das merken? Wie würde ich zu diesem Schluss kommen? So hast du mich in deinem Brief gefragt. Und darauf möchte ich in diesem Video eingehen, aber ich möchte auch allgemein sagen, dass ich diese Simulationsvideos natürlich gerne fortführen werde und weiterhin bitte fleißig um Kommentare bitte, was ihr simuliert haben möchtet. Denn momentan stehe ich irgendwie an und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es gibt so viele Ideen für Simulationen, zum Beispiel die Hyperventilation nochmal wirklich krass durchzuführen. Und ja, vielleicht wirklich diejenigen, die sich getrauen, auch ihnen das freizustellen, ob sie nicht mitmachen möchten bei der Hyperventilation. Das ist dieses ständige Einatmen, wo man dann in eine Art Trance-Zustand kommt. Und einerseits kannst du die Hyperventilation therapeutisch durchaus nützen, unter Anleitung eines fachkundigen Therapeuten oder Therapeutin. Andererseits kann es dich in einer Panikattacke erwischen, dass du hyperventilierst und die Kontrolle verlierst und das Gefühl hast, dir entgleitet komplett die Kontrolle und dass du sogar Vernichtungs- und Todesangstgefühle währenddessen entwickelst, wenn du dir eben nicht zu helfen weißt. Andererseits, eine Zuschauerin hat auch sehr treffend in die Kommentare unter das Hyperventilationsvideo geschrieben, dass es auch Lust bereiten kann, so viel einzuatmen und dann richtig crazy zu gehen, richtig schwindelig zu sein. Erinnere dich als Kind, wir haben doch alle gern im Karussell uns gedreht und gedreht, im Ringelspiel, sagt man in Österreich, bis wir fast umgefallen sind. Dieser Rauschzustand kann auch etwas Positives haben. Und auch eine Panikattacke ist ja eigentlich ein Programm deiner Psyche, um dich selber zu schützen, zu bewahren, um eine Ersatzsymptomatik an den Tag zu legen, um Emotionen abzuleiten, innere Spannung abzuleiten, Angst zu bearbeiten, zu bewältigen, wie auch immer. Das sind verschiedene Erklärungsmodelle, die ich da jetzt gebrainstormt habe. Nun aber zur dissoziativen Identitätsstörung oder Persönlichkeitsstörung, DIS genannt. Ich habe schon etliche Videos drüber gemacht. Wer im Dschungel der Videos nachgucken will, wird es sicher finden. Vielleicht verlinkt es auch jemand. Ich habe ja ganz liebe Zuschauerinnen, die mir da auch immer an die Hand gehen und mir helfen, wenn ich selber nicht so viel Ruhe und Zeit habe, die Verlinkungen durchzuführen. Ja, war eine kleine Aufforderung, Einladung. Ihr könnt es halten, wie ihr möchtet. Gut, also, ich bin übrigens auf dem Weg nach Wien und werde dort heute noch Klientinnen und Klienten haben und bin dann morgen wieder auf dem Rückweg, aber ganz ohne Stress. Und heute ist hier, wo ich gerade bin, hier, wie sagt man, nicht Volksfest, sondern Kirtag. Kirtag sagt man dazu. Kennt ihr das? Ja, und dieses Ausschweifen und Abdriften, das gehört zu meinen Videos, das gehört zu meiner Person dazu. So bin ich privat persönlich und hier hast du mich privat persönlich. Ich bin ja hier nicht als deine Psychotherapeutin zugange, sondern als Mensch, der halt Psychotherapeutin vom Beruf ist und der dir sein Wissen, sein Know-how und seine Erfahrungswerte gerne zur Verfügung stellt, damit du vielleicht Zeit bis zu deiner ersten oder deiner nächsten Psychotherapie gut überbrücken kannst oder dich auch ein bisschen einfühlen kannst in deine Psychotherapeutin. So, für alle, die neu auf diesem Kanal sind, habe ich das nochmal gesagt.
Also dissoziative Identitäts-Persönlichkeits-Persönlichkeitsstörung, da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, dass ich da immer nach Schema F oder so vorgehe. Ich mache eine kleine Simulation, dass du dir ungefähr vorstellen kannst, wie ich vielleicht zu dem Schluss komme, dass jemand an dieser Persönlichkeitsstörung leiden könnte oder auch an einer akzentuierten Persönlichkeit. Es muss ja nicht gleich eine Störung sein, ja? Da muss man jemand länger kennen. Das betone ich an der Stelle ganz, ganz deutlich. Es ist nicht seriös, wenn jemand gleich nach einer Sitzung, nach 20 Minuten Psychiatrie-Konsultation, fachärztliche Konsultation gleich eine Diagnose quasi in Stein meißelt. Erlebe ich immer wieder, kommt Gott sei Dank bei seriösen Fachärzten sehr, sehr selten oder gar nicht vor bei seriösen. Aber bei jenen, die eben unter Druck stehen oder glauben, unter Druck zu stehen, schnell einen Stempel draufzugeben, schnell einen Haken drunter zu setzen, da passiert es leider immer noch, es gibt ja überall schwarze Schafe, dass Diagnosen viel zu schnell auf den Patienten quasi abgefeuert werden und der dann möglicherweise tatsächlich mit einer Fehldiagnose durchs Leben geht, einfach weil dieser Mensch, die Fachkraft, sich nicht genügend Zeit genommen hat oder auch nicht genügend Zeit hatte, ja, was noch schlimmer ist, was dann systembedingt ist, gesundheitssystembedingt, sich diesen Menschen tatsächlich näher anzuschauen. Jetzt noch kurz die Simulation. Also ich bin jetzt in der Rolle der Patientin und dann in der Rolle der Therapeutin. Los geht's. Jetzt bin ich in der Rolle der Therapeutin. Hildegard. Hildegard, sind Sie noch da? Was ist jetzt mit Ihnen, Hildegard? Ich gehe jetzt wieder in die Rolle der Patientin. Das kann ich nicht, das kann ich einfach nicht. Ich will es nicht. Nein, bitte. Bitte, mach das nicht mit mir. Hildegard, ich merke, Sie sind jetzt gerade gar nicht da bei mir. Ich würde Sie jetzt bitten, dass wir versuchen, gemeinsam zu atmen. Und ich gebe Ihnen jetzt auch gleich ein Glas Wasser, okay? Hildegard, entspannen Sie sich bitte bestmöglich. Sie wissen, wo Sie sind. Sie sind hier in meiner Psychotherapiepraxis. Ich mache Ihnen jetzt ein Glas Wasser klar und dann werden wir versuchen, Sie wieder zurückzuholen, ja? Weil ich habe das Gefühl, Hildegard, dass Sie momentan nicht hier sind. Hildegard, lassen Sie sich Zeit, die Zeit, die Sie brauchen. Wir haben genügend Zeit. Ich bin bei Ihnen, Hildegard. Hier haben Sie ein Glas Wasser. Ja. Und jetzt bitte ich Sie, legen Sie Ihre Hand da auf die Brust, ja, und spüren Sie beim Einatmen, hebt sich der Brustkorb, beim Ausatmen senkt er sich. Ich werde Sie jetzt nicht berühren, Hildegard. Ich habe das Gefühl, Sie möchten jetzt auch nicht berührt werden. Wenn es anders ist, dann bitte ich Sie, mir das zu sagen. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, puh. Was ist da? Was ist da? Was? Was sagen Sie? Wer spricht zu mir? Hildegard, trinken Sie einen Schluck. Versuchen Sie es. Hier ist das Glas Wasser. Wollen Sie nicht? Dann lassen wir es. Dann gebe ich Ihnen die Zeit und Sie sagen mir jetzt bitte, wo Sie gerade sind. Versuchen Sie es und versuchen Sie mit mir gemeinsam zu atmen. Legen Sie Ihre Hand hierher oder auf den Bauch, geht auch. Beim Einatmen hebt sich die Bauchdecke leicht, dann merken Sie, dass Sie wieder gut und richtig einatmen. Beim Ausatmen senkt sie sich leicht nach innen. Cut. So, meine Lieben, also ich habe euch jetzt nur einen kleinen, kleinen Taste gegeben. Werde jetzt selber einen Schluck Wasser trinken. Das ist nicht eins zu eins übertragbar auf eine Sitzung, aber es kann sein, dass jemand komplett abdriftet. Natürlich
liegt dann die Vermutung nahe, dass es sich um eine dissoziative Identitäts- oder Persönlichkeitsstörung handelt. Muss nicht sein. Also wie gesagt, keine Schnellschüsse in der Diagnostik, würde ich niemals tun. Aber ich würde jetzt versuchen, den Rest der Stunde wirklich dazu zu nutzen, Hildegard zurückzuholen ins Hier und Jetzt. Und das möglichst behutsam, tastend. Ich würde nicht so forsch, nicht so rapide vorgehen. Das Tempo ist hier erhöht, wegen der Dauer des Videos. Du weißt schon, was ich meine. Ich kann hier nicht ewig simulieren. Aber schreib mir mal in die Kommentare, ob du eine ganze Sitzung, so über 15 Minuten kriege ich das schon hin, simuliert haben möchtest, wie dann Hildegard zum Beispiel wieder zurückkommt. Und ich habe tatsächlich solche Situationen schon erlebt. Ja, es kann natürlich auch eine andere Persönlichkeitsstörung oder akzentuierte Persönlichkeit wie Borderline oder was auch immer dahinter liegen oder auch einfach eine posttraumatische Belastungsstörung oder auch eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Das wären dann mehrere gemischte Persönlichkeitsstörungen und Züge in einem Package, die den entsprechenden Leidensdruck erzeugen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare.